Auf der Südseite der Schlossanlage verläuft rampenartig die zweifach geschwungene Schlossauffahrt. Diese ab 1725 entstandene repräsentative Wegeführung wird an ihrem stadtzeitigen Beginn von zwei Statuen als Sinnbild der Weisheit und der Stärke flankiert. Die Burg, die zwischen 1706 und 1744 zum Wohn- und Residenzschloss ausgebaut wurde, kann durch das Triumphtor oder das Torhaus betreten werden. Das Triumphtor ist ein repräsentatives Tor im Stil des Barock. Auf der Außenseite des Tores sind mittig ein Hermelinmantel mit dem Monogramm des Herzogs Friedrich II. Von Sachsen-Gotha-Altenburg angebracht. In dessen Regierungszeit rückte Altenburg als Zweitresidenz wieder in das Interesse des Hauses. Auf den Mantel aufgesetzt ist eine Herzogskrone. Die dem Schlosshof zugewandte Seite des Triumphtores, das erst seit dem 19. Jahrhundert als solches bezeichnet wird, ist aufwendiger gestaltet. In der Mitte einer Balustrade findet man hier das große Staatswappen des Herzogtums Sachsen-Gotha-Altenburg. Die Figuren auf der Schlossseite stehen für das Regierungsprogramm von Herzog Friedrich II., in dessen Regierungszeit der barocke Umbau des Schlosses erfolgte. Die Skulpturen stellen die Gerechtigkeit, die Barmherzigkeit, die Tapferkeit und die Weisheit dar. Danach führt der Weg durch den Torturm aus dem 12. Jahrhundert, dem einzigen Zugang zum Innenhof des Schlosses. Im Turmgebäude befindet sich die letzte Glocke des Augustinerklosters Rote Spitzen von 1367. Über viele Jahre diente es der Schlosskirche als Glockenturm. Über der Einfahrt kann man noch die spätgotischen Vorhangbogenfenster sehen. In der Mitte des großen Schlosshofes befindet sich eine Pferdeschwemme, allgemein als Neptunbrunnen bezeichnet. Sie wurde Anfang des 17. Jahrhunderts angelegt. Auf einer mit Masken, Seeungeheuern und Meeresnymphen geschmückten ionischen Säule ist Neptun auf einem zweiköpfigen Seepferd dargestellt. Östlich der Junkerei befindet sich ein mächtiger Turm, der im Volksmund als Flasche bezeichnet wird. Sein Erscheinungsbild prägt ganz markant die Silhouette des Altenburger Schlosses. Im Zuge der Burgerweiterung um 1100 entstanden, verkörpert er den Typ des romanischen Wohnturms. Seine aus Bruchsteinen errichteten Mauern haben teilweise eine Stärke von 4 Metern. Der ursprüngliche Zugang befand sich in einigen Metern Höhe und war nur über Leitern zu erreichen. Über dem heutigen Erdgeschossniveau befindet sich ein ca. 10 Meter hohes Gewölbe. Dieser Raum hat als Burgverlies gedient und war nur durch eine Öffnung in der Gewölbedecke zugänglich. Die Bezeichnung Flasche ist nicht in der äußeren Form des Turmes begründet, sondern bezieht sich auf eine Sandsteinplatte im Inneren des Bauwerks, auf der eine Pilgerflasche abgebildet ist. Den höchsten Punkt des Burgberges kennzeichnet der Hausmannsturm. An dieser Stelle befand sich um 800 ein slawischer Burgwall. Der aus Ziegelsteinen errichtete Turm stammt nach neuesten Erkenntnissen aus dem 12. Jahrhundert und war ursprünglich unverputzt. Nach dem Tod Friedrich Wilhelms I. 1602 teilten sein Bruder Johann und dessen Sohn Friedrich Wilhelm II. Das Land. Es entstanden dadurch die beiden Linien, ältere Linie Sachsen-Altenburg und neue Linie Sachsen-Weimar.
Das 1603 gegründete Fürstentum Altenburg stand davor mehrere Jahre unter kursächsischer Vormundschaft. Der Kurfürst August von Sachsen residierte offenbar in einem Teil der Räume der dritten Etage, daher die Bezeichnung kurfürstliche Gemächer. Dieser Begriff wurde auch beibehalten, nachdem die ältere Altenburger Linie mit dem erst 15-jährigen Friedrich Wilhelm III. 1672 ausgestorben war und Altenburg unter Erbrecht an den Herzog Ernst I., den Frommen von Sachsen-Gotha, gelangte. Erst 14 Jahre alt verstarb der junge Herzog Friedrich Wilhelm III. Am 14. April 1672 an den Kinsplattern, den sogenannten Pocken, kurz nach der Rückkehr von einer Reise nach Dresden. 1672 gelang es Herzog Ernst I., den Frommen, die Nachfolge anzutreten und 3/4 von dessen Besitz zu erben. Durch diese Erbschaft, wie auch beispielsweise durch den Zufall der Hälfte des Herzogtums Sachsen-Eisenach 1645 und andere Erwerbungen, konnte Ernst I. sein Territorium erheblich vergrößern, denn am 24. Oktober 1636 heiratete er Prinzessin Elisabeth Sophia von Sachsen-Altenburg. Ernst der Fromme war ein bedeutender Herrscher seiner Zeit. Neben der Elitenförderung mit Gründung des Gotha-Gymnasiums erfolgte auch die Förderung der allgemeinen Grundbildung, der das Elementarschulwesen einführte. Es folgte die Schulpflicht für 5- bis 12-Jährige, die Einrichtung eines Waisenhauses, die Reorganisation des Justizwesens, die staatliche Aufsicht des Gesundheitswesens. All diese zum Teil zukunftsweisenden Maßnahmen gehen auf Herzog Ernst I. zurück. Von der Ausstattung dieses Raumes im 17. Jahrhundert ist leider nicht sehr viel bekannt. Lediglich ein Inventar von 1669 enthält den Hinweis, dass sich in diesem Gemach wie auch in den anderen Räumen eine erstaunlich große Anzahl von Gemälden befunden hat. Der ehemaligen Nutzung des Raumes als Schlafgemach entsprechend sind Eichenmöbel wie Baldachinbett, Truhe und Schrank aufgestellt. Kennzeichnend an diesen Einrichtungsgegenständen ist ein flächenfüllendes, aus Hohlkehlen und Profilen bestehendes Schnitzornament, welches besonders Möbel der Spätgotik und Frührenaissance verzierte. Die auf den Porträts dargestellten fürstlichen Persönlichkeiten des 16. und 17. Jahrhunderts haben kurzzeitig in Altenburg residiert oder standen in verwandtschaftlicher Beziehung zu dem Altenburger Fürstenhaus. Von großem Wert ist die rundbogige eiserne Tür. Sie entstand ca. 1609 und befand sich ursprünglich am Zugang zum kleinen Schlosshof. Mit ihren reichlichen Verzierungen und den interessanten Schlossmechanismus ist sie eine Meisterleistung des 17. Jahrhunderts. Das Skatspiel wurde ja hier in Altenburg erfunden und das Spielkartenmuseum feiert dieses Jahr 100 Jahre Geburtstag. Deshalb gibt es jetzt ein Gewinnspiel für euch, eine limitierte Auflage eines Skatspiels. Was müsst ihr machen? Einfach einen netten Kommentar und das Video schreiben und schon seid ihr mit dabei. Viel Spaß und viel Glück! Der sächsische Prinzenraub des Jahres 1455 ist weit über die Grenzen des ehemaligen Herzogtums Sachsen-Altenburg bekannt geworden. Vielen Altenburgern ist die Geschichte vertraut, wobei sich natürlich Wahrheit und Legende verwoben haben. Denn es gab im Laufe der Zeit verschiedene Darstellungen des Prinzenraubs, welcher sich in der Nacht vom 7. zum 8. Juli des Jahres 1455 in Altenburg zutrug.
Kurfürst Friedrich stellt seine Streitmacht im Altenburger Land auf und zieht in die Gebiete seines Bruders nach Thüringen. Der Bruderkrieg wird von mehreren Adelsfehden begleitet. Trotz wiederholter Waffenstillstände und Friedensverhandlungen dauert die militärische Konfrontation bis 1451 an. Nach dem Frieden von Naumburg zieht Kunz von Kaufungen Bilanz. Der sächsische Bruderkrieg bedeutet für ihn einen Verlust von über 7000 rheinischen Gulden. Die Schadenssumme entspricht ungefähr den Ausgaben für eine 8-wöchige Reise des Kurfürsten Friedrich II. Nach Aachen zur Krönung Kaiser Friedrich III. Als sich der Kurfürst von Sachsen, Friedrich der Sanftmütige, 1446 im Krieg gegen seinen Bruder Wilhelm befand, kämpfte der Ritter Kunz von Kaufungen auf der Seite des Kurfürsten Friedrich. In diesem Bruderkriege wurde Kunz bei Gera gefangen genommen und konnte sich nur mit Hilfe von 4000 Goldgülden freikaufen. Er forderte vom Kurfürsten den Ersatz des verlorenen Geldes, doch dieser verweigerte die Zahlung. Jetzt neu im Shop das Goldene Palais von Natascha Solomons und Rittertum von Josef Fleckenstein. Mehr Infos findest du unter Shopbücher vorgestellt. Kunz von Kaufungen fühlte sich ungerecht behandelt und benachteiligt. So reifte in ihm der Plan zum Raub der minderjährigen Prinzen Ernst und Albrecht aus dem Altenburger Schloss, um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen. In der Nacht zum 8. Juli 1455, nach dem Abschicken eines Fehdebriefes, nutzte Ritter Kunz von Kaufungen die Gunst der Stunde. Von einem Hans Schwalbe, der offenbar als Küchenjunge im Schloss beschäftigt war, hatte er erfahren, dass der Kurfürst nach Leipzig reisen wolle und sein Kanzler von Haugwitz mit den zurückgebliebenen Höflingen an einer Hochzeitsfeier in der Stadt teilzunehmen gedenke. Außerdem sei die Wache durch Bier leicht einzuschläfern und auch der Torwächter wäre schon lange krank. Auf diese Nachricht hatte Kunz von Kaufungen nur gewartet. Mit mehr als 30 Berittenen näherte er sich im Schutze der Nacht dem Altenburger Schloss. Kunz erklomm mit den Rittern Wilhelm von Mosen und Wilhelm von Schönfeld und anderen Gehilfen die steile Felswand und das Gemäuer des Schlosses mit Hilfe einer aus Garleder bestehenden Riemenleiter. Diese soll der Küchenjunge Schwalbe an einem geöffneten Fenster befestigt haben. Man eilte zum Schlafzimmer der Prinzen und verließ dann das Schloss wohl über vorher angebrachte hölzerne Leitern zum Schlosshof hin und entkam durch den Schlosspark. Ritter Kunz von Kaufungen floh mit dem entführten Prinzen Albrecht in Richtung Böhmen, soll aber kurz vor der Grenze in einem Wald in der Nähe des Klosters Grünhain von einem ortskundigen Köhler überwältigt worden sein. Wilhelm von Mosen und Wilhelm von Schönfeld entkamen indessen mit dem Prinz Ernst in Richtung Franken und versteckten sich in einer Felshöhle, der heutigen Prinzenhöhle an der Mulde unweit des Schlosses Stein bei Hartenstein. Denn sie fühlten sich durch die Glocken, die überall im Lande Sturm schlugen, verunsichert. Die Entführer gaben ihr Versteck nach einigen Tagen auf, als ihnen Begnadigung zugesichert worden war. Prinz Ernst wurde unversehrt dem Amtshauptmann von Hartenstein übergeben. Keine Gnade jedoch fand Kunz von Kaufungen, der nach dem geltenden Recht straffällig geworden war, da sein Fehdebrief
ebenso wie die Fehdebriefe der Ritter Wilhelm von Mosen und Wilhelm von Schönfeld erst am Tage nach der Entführung der Prinzen in die Hände des Kurfürsten gelangt sein sollen. Kunz von Kaufungen wurde nach der Überführung nach Freiberg in einem kurzen Prozess zum Tode verurteilt und am 14. Juli 1455 auf dem Marktplatz öffentlich mit dem Schwert wegen Landfriedensbruch hingerichtet. Nun möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun die wunderschönen Gemächer und prachtvollen Festsäle gesehen. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!